Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist mit seinen 39 Jahren ein Urgestein aus Garbsen. Als kleiner Knirps ging er dort auf die Grundschule. Von 2006 bis 2008 engagierte er sich dort auch in der Kommunalpolitik. Aber in den Jahren dazwischen ist sehr viel passiert. Nach seinem Zivildienst bei der Sozial- und Diakoniestation Garbsen studierte er Rechtswissenschaften und arbeitete auch als Anwalt und Richter, zuletzt am Amtsgericht Neustadt am Rübenberge. Seine politische Karriere startete er mit zarten 18 Jahren. 1991 wurde er Mitglied der FDP. Von 2004 bis 2008 war er Generalsekretär des FDP-Landesverbandes Niedersachsen. Und mit dem Gang Philipp Röslers nach Berlin nahm er dann 2011 mit 87,4% der Stimmen das Amt des Landesvorsitzenden ein. Heute leitet er das niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz. Und ob er als gebürtiger Schweizer einen besonderen Bezug zu diesen Themen hat, das wird er mir mit Sicherheit jetzt verraten. Ich begrüße ganz herzlich im Gespräch den niedersächsischen Umweltminister Stefan Birkner. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Moin Moin. Herr Birkner, während Ihrer Abiturzeit sind Sie der FDP beigetreten. Was hat Sie dazu bewegt? Ich war in der Schule in der 11. und 12. Klasse Klassensprecher und Schulsprecher, in dieser damaligen Zeit. Und habe dann im Hinblick aufs Abitur dann auch gesagt, okay, ich müsse mich jetzt ja irgendwie dann doch aufs Abitur konzentrieren. Und habe mich dann aber gleichzeitig irgendwie dann schon dafür interessiert, Politik weiterzumachen. Also irgendwie mich zu engagieren, mich irgendwie einzubringen. Und da habe ich mir halt Gedanken gemacht, wo könnte man, wie könnte man das machen. Und da kamen dann die politischen Jugendorganisationen ins Blickfeld. Und dann habe ich mir die Programme angeschaut. Fand dann schon das der Jungen Liberalen und das Programm der FDP am interessantesten. Habe dann auch Kontakt zu den Jungen Liberalen aufgenommen und die waren dann auch noch nett. Und so bin ich bei den Jungen Liberalen und der FDP gelandet. Und so hat sich das dann auch, wie Sie das in Ansätzen beschrieben haben, weiterentwickelt. War das so, dass Sie das damals als junger Mann, als Heranwachsender wahrgenommen haben, dass Sie vielleicht eine etwas außergewöhnliche Orientierung haben in Ihrer politischen Ausrichtung? Wie haben das Ihre Mitschüler damals aufgenommen? Ich habe, wie gesagt, eben als Schülersprecher mich da schon immer irgendwie engagiert. Die meisten waren eher unpolitisch und haben das nicht weiter kommentiert. Das hat also in der Schulzeit da keine weiteren mir jetzt erinnerlichen Kommentierungen gebracht irgendwie. Also das war jetzt schon eher ungewöhnlich, weil ich glaube, es gab wenige in der damaligen Zeit in meiner Klasse, in meinem Jahrgang, die sich da politisch aktiv engagiert haben. Und das war eher alles etwas unpolitisch. Insofern gab es da eigentlich weder wohlwollende noch ablehnende Kommentare. Man hat das irgendwie zur Kenntnis genommen und im Zweifelsfall sich gedacht, ja, so ist er halt. Was haben Sie denn so für sich selber, als Sie dann auch, bevor Sie dann noch direkt in die FDP gegangen sind, als Schulsprecher, was haben Sie denn für sich für Resonanzen, für Energien rausgezogen, wo Sie gesagt haben, ich möchte jetzt auch für eine Schicht, eine spezielle Gruppe auch eintreten? Was war für Sie das Faszinierende, etwas bewegen zu können? Als Schülersprecher ja schon, ja, eigentlich immer der Antrieb, das ist auch am Ende das, was mich immer noch für die Politik begeistert, dass man eben schon die Chancen hat, selber die Dinge zu gestalten. Und bevor andere das für mich machen, habe ich das lieber selber auch mit in der Hand und möchte dann auch selbst Einfluss nehmen. Und habe da eben dieser Antrieb war es, der dann, wo ich gesagt habe, klar, als Schülersprecher stelle ich mich zur Verfügung, will ich gerne machen, bin auch bereit, dann Zeit und Kraft zu investieren. Und es ist am Ende auch der gleiche Antrieb, der mich dazu bringt, auch politisch aktiv zu sein und so, wie ich auch immer politisch aktiv sein werde, weil ich es eben für eine ganz wichtige Sache halte, dass man sich eben da, wo man die Möglichkeiten hat, auch aktiv einbringt, um sein eigenes Umfeld, aber das dann auch der eigenen Kinder und aber auch das anderer Menschen dann versucht, im besten Sinne zu gestalten. Sie haben auch während Ihrer Studienzeit, waren Sie ebenfalls auch politisch aktiv. Das Leben besteht ja grundsätzlich daraus, aus jeder Zeitepoche auch Erfahrungen zu ziehen. Vor der Amtsübernahme als Umweltminister waren Sie Staatssekretär. Was haben Sie während der Zeit ganz besonders gelernt, wo Sie sagen, darauf, auf diesen Erfahrungspool kann ich jetzt ganz besonders zurückgreifen? Ich bin, bevor ich Staatssekretär gewesen bin, ja zuletzt dann, wie Sie es auch gesagt haben, Richter gewesen. Und insofern war das zunächst einmal noch ein Wechsel. Ich hatte das Ministerium aber schon vorher kennengelernt, weil ich als Leiter des Ministerbüros, wie das heißt, und auch als persönlicher Referent in der Zeit, in der ich Richter und Staatsanwalt war, auch Abgeordnet war und daher auch das Ministerium
gekannt habe. Die Zeit als Staatssekretär ist natürlich dadurch in besonderem Maße geprägt, dass man selbst und unmittelbar natürlich schon eine große Verantwortung trägt. Zum einen im Hinblick auf den Minister, weil man sicherzustellen hat, dass alles, was den Minister erreicht, natürlich richtig ist, in Ordnung ist und auch tatsächlich so kommuniziert werden kann. Man hat aber auch ja die Personalverantwortung im Haus, die Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch dort sozusagen die organisatorischen Rahmen sicherzustellen, dass dieses Haus, dieses Umweltministerium in dem Fall eben seine Aufgaben auch ordnungsgemäß wahrnehmen kann. Und damit hat man eben genau diese Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik, die ich auch als Jurist vielleicht besonders, aber die ich auch persönlich ganz besonders halt sehr spannend und interessant empfunden habe. Aber eben die neue Erfahrung war, selbst und unmittelbar da Verantwortung zu tragen, auch nach außen zu tragen, das Haus auch nach außen zu repräsentieren, sowohl auf, ich sag mal, innerhalb der Landesregierung gegenüber anderen Ressorts, aber auch auf der nationalen Ebene gegenüber anderen Ministerien, gegenüber der Bundesregierung, gegenüber anderen Ländern und zum Teil eben dann auch in Folge als Vertreter des Ministers, zum Teil auf internationalen Konferenzen. Das war schon was Besonderes. Und eine besondere Erfahrung, die ich sehr positiv in Erinnerung habe und auch Wahrnehmung habe, ist, dass ich ja sehr jung Staatssekretär geworden bin. Das war mit 35, dass ich Staatssekretär geworden bin. Und da ist es ja bei weitem nicht selbstverständlich, dass man im Haus auch auf die Akzeptanz stößt und auch auf den notwendigen Respekt, gerade bei den älteren Kollegen, ist das nicht selbstverständlich. Aber da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Kolleginnen und Kollegen sehr hilfreich, sehr loyal und sehr unterstützend tätig geworden sind. Selbst wenn man erklärtermaßen und bekanntermaßen andere politische Vorstellungen und Ausrichtungen hat. Und das ist eine sehr, sehr positive Erfahrung, dass man, wenn man auch, so denke ich es, mit Respekt und angemessen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht, auch Unterstützung erfährt. Und das hat mir sicherlich das alles leichter gemacht und war eine sehr positive Erfahrung. Gerade wenn man Verantwortung übernimmt, Sie haben selbst auch gesagt, in einem dann doch relativ jungen Alter, ist es natürlich auch besonders wichtig, auch Rückgrat zu haben und natürlich auch den Rücken gestärkt zu bekommen von Freunden, von der Familie und so weiter. Jetzt leben wir natürlich in einer sehr starken Öffentlichkeit. Es gibt das Internet, man kann googeln und Facebooken und so weiter. Wenn man Sie googelt und so ein bisschen versucht, über den Stefan Birkner was herauszubekommen, über sein Privatleben, dann liest man, er ist verheiratet, er hat zwei Kinder. Es ist aber auch relativ wenig dann auch zu sehen. Das heißt, Sie treten auch ganz bewusst nicht so stark mit Ihrem Privatleben in die Öffentlichkeit. Wie wichtig ist Ihnen in dem Zug die Privatsphäre? Die Unterscheidung Privatleben und Öffentlichkeit zeigt schon, dass es zwei unterschiedliche Dinge sind. Und das ist mir persönlich halt sehr wichtig, die Privatsphäre, gerade die der Familie, zu wahren. Dass ich als Person, als Minister natürlich eine Person bin, die im öffentlichen Leben steht und damit auch natürlich in der öffentlichen Betrachtung ist, ist völlig klar. Aber das gilt halt nicht für meine Frau und das gilt auch nicht für meine Kinder. Und mir und meiner Frau und uns als Familie ist es halt wichtig, dass wir da diese Dinge auch trennen und dass wir ein privates Leben miteinander führen. Und deshalb ist das eine klare Trennlinie, die ich da ziehe. Insofern wird es von mir auch keine Home Stories oder Ähnliches geben. Da werden Sie mich nicht erleben. Aber ich mache als Stefan Birkner Politik und es ist nicht die Familie Birkner, die Politik macht. Wobei mir auch klar ist, dass zum Verständnis und zum sozusagen Erleben des Menschen Birkners natürlich auch die Familie ein Stück weit mit zugehört. Die Leute wollen natürlich wissen, wo kommt man her, aber ich denke, dass ich da die notwendigen Informationen auch gebe. Und insofern das dann auch ausreichend sein muss. Ein nettes kleines Zitat möchte ich gleich bringen, das haben Sie in einem Interview gegeben, und zwar Ihr Schwager Robert Habeck ist ebenfalls also Umweltminister in Schleswig-Holstein, Klammer auf, von den Grünen. Ja. In einem Interview haben Sie ganz liebevoll gesagt, Robert ist unser, wissen Sie es noch? Grünes Schaf. Unser grünes Schaf, ganz genau. Also genau. Gibt es mit anderen Worten auch, wenn Sie so in der Familie zusammensitzen, gibt es so eine Art Politikverbot, wenn Sie sagen, wir trennen es auch, also wo Sie auch wirklich versuchen, Mensch, das lassen wir jetzt auch mal Job bleiben? Nein, das nicht. Wir sprechen dann schon auch über politische Dinge. Das ergibt sich dann einfach auch. Ich habe noch zwei weitere Schwager, die dann dabei sind. Auch die sind durchaus politisch und insofern sprechen wir natürlich über aktuelle politische Themen da auch. Das bleibt nicht aus.
Aber es gibt natürlich auch den Punkt, und das wissen wir auch gegenseitig, dass Robert Habeck als grüner Umweltminister und Landesvorsitzender der Grünen in Schleswig-Holstein und ich als liberaler Umweltminister und Landesvorsitzender der FDP in Niedersachsen, dass wir uns nicht gegenseitig überzeugen werden, was unsere Grundüberzeugung angeht. Was aber nicht ausschließt, dass wir, weil wir eben auch zum Teil gleiche Problemlagen zu lösen haben, sehr wohl in der fachlichen Einschätzung oft ja auch gar nicht auseinanderliegen. Und da ist es natürlich sehr hilfreich, den kurzen Draht zu haben und zu sagen, Küstenland Schleswig-Holstein, Küstenland Niedersachsen, kann man vielleicht auch mal was gemeinsam machen. Abgesehen davon macht es ja auch ein bisschen Spaß, sich gegenseitig dazu frotzeln. Das ist ja auch eine nette Sache. Kann sich ergeben, genau. Ich habe mir den Lebenslauf angesehen und was ich ganz interessant fand, das war der Bereich, als ich mal geguckt habe, mit welchem Thema haben Sie sich eigentlich auseinandergesetzt zu Ihrer Promotionsarbeit, also als Sie Ihre Dissertationsarbeit geschrieben haben. Das Thema, das lautet, ich muss das ableben, die Durchfahrtsrechte von Handels- und Kriegsschiffen durch die Türkei. Türkischen Meerengen. Ich habe mir wirklich die Frage gestellt, wie sind Sie auf dieses Thema gekommen? Ja, in der Tat, das drängt sich auf diese Frage, weil es wirklich ein Orchideenthema ist. Es ist so, dass ich mich im Studium schon immer fürs Völkerrecht interessiert habe, also für das internationale Recht. Das Recht zwischen Staaten ist auch ein sehr politisches Recht, auch insgesamt mit meinem Interesse sozusagen für internationale Politik dann auch ein bisschen begründet. Und im Studium habe ich dann das Völkerrecht auch vertieft, habe das als Schwerpunkt gehabt und habe da einen Professor aus Frankfurt-Oder kennengelernt, der immer wieder im Seerecht sehr profiliert ist und da Seminare bei der Deutschen Marine durchgeführt hat. Da habe ich teilgenommen, wiederholt, und dann habe ich ihn, nachdem ich das erste Staatsexamen abgelegt hatte, eben gefragt, ob ich nicht bei ihm promovieren könnte. Und dann sind wir im Gespräch ein paar Themen durchgegangen, die sich dafür möglicherweise eignen. Ich habe dann dieses Thema, weil ich damit überhaupt nichts anfangen konnte, am Anfang auch vertieft, habe mich eingelesen und bin dann da auch drin hängen geblieben, weil es einfach ein extrem spannendes, auch historisches Thema ist. Und das hat viel Freude gemacht, da 2 Jahre sich sehr intensiv mit auseinanderzusetzen und dann die Dissertation am Ende darüber zu schreiben. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass Sie nicht einen Plan B sozusagen aufgebaut haben, eine Zweitkarriere als Kapitän. Also dadurch haben wir die Hintergründe dann jetzt auch erfahren. Wir geben ganz kurz ab, liebe Zuschauer, in die Werbung. Gleich geht es hier weiter mit Stefan Birkner. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Liebe Zuschauer, willkommen zurück. Heute im Gespräch unser Umweltminister Stefan Birkner. Unser Umweltminister, das klingt aber sehr patriotisch gerade, sehr schön. Philipp Rösler, das ist das nächste Thema, will das Erneuerbare Energiengesetz reformieren, um zu verhindern, dass die Stromkosten, ich sag's mal schlichtweg, durch die Decke halt gehen. Eine Arbeitsgruppe letztendlich unter Ihrer Leitung soll jetzt nun bis zum Jahresende Vorschläge erarbeiten. Was sind gerade in dieser Erarbeitung von Vorschlägen Ihre größten Baustellen, mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen? Also zunächst mal ist mir nochmal wichtig, deutlich zu machen, warum wir das machen. Wir erleben im Moment eine Diskussion, die darauf hinausläuft, dass man im Prinzip sagt, die Erleichterung für die energieintensive Industrie ist schuld daran, dass der Strompreis steigt. Das ist erstmal so nicht richtig. Der Fördermechanismus über das Erneuerbare Energiengesetz führt dazu, dass eben das sehr teuer wird, was wir an erneuerbaren Energien ausbauen, und das ineffizient gefördert wird, also nicht jeder Cent so optimal eingesetzt wird, um möglichst viel Energie rauszuholen, erneuerbar erzeugt, wie möglich. In diesem Zusammenhang ist es eben genau wichtig, die energieintensive Industrie zu entlasten, weil wir sie brauchen. Sie ist das Rückgrat in der Krise gewesen, die Industrie, in der Wirtschaftskrise. Sie stellt Arbeitsplätze zur Verfügung und garantiert und gewährt Wertschöpfung vor Ort, über das hinaus, was sozusagen in den einzelnen Werkstandorten unmittelbar selbst passiert. Und das müssen wir erhalten. Und diese Betriebe kommen im internationalen Wettbewerb unter Druck, weil eben auch die Strompreise in Deutschland erhöht sind. Insofern geht es darum, dass wir dieses System EEG reformieren. Das ist das Ziel. Wir müssen wegkommen von einer ineffizienten Förderung der erneuerbaren Energien. Und da gibt es ein langfristiges Ziel natürlich, die erneuerbaren Energien in den Markt zu überführen, dass sie sich
am Markt bewähren und wir nicht eben mit garantierten Einspeisevergütungen den Markt am Ende aushebeln und dass man quasi doch sehr sich zurücklehnen kann und sagen kann, naja, ich kriege ja garantiert was, ich muss mich also gar nicht so sehr nach Bedarf richten, zum Beispiel eine Diskussion, die wir gerade führen, dass erneuerbare Energien über den tatsächlichen Bedarf und über die tatsächlichen Netzkapazitäten hinaus in der Erzeugung installiert werden. Und da gibt es ein Modell, das wir diskutieren, das ist das sogenannte Quotenmodell, was auch in der bundesweiten öffentlichen Diskussion ist. Vom Prinzip her funktioniert das so, dass man den Energieversorgern auferlegt, einen bestimmten Prozentsatz ihrer Energie, die sie anbieten, aus erneuerbaren Energien herzustellen. Welche das sind, ist dann total egal. Das müssen die selber einkaufen und die würden dann sozusagen, das ist die Erwartung, die effizienteste und kostengünstigste Technologie einkaufen. Und damit hätte man ein System, was sich selbst reguliert, wo ich kein Gesetzgebungsverfahren wie beim EEG brauche, um jeweils zu Anpassungen zu kommen bei den Vergütungssätzen, um Effizienzen tatsächlich auch abzubilden. Und das ist ein langfristiges Ziel. Wir müssen aber den Pfad dahin beschreiben auch, weil wir natürlich aus einem extrem regulierten Bereich kommen. Und da kann man nicht von heute auf morgen einfach sagen, jetzt machen wir das mal komplett anders und machen da einfach ein Quotensystem. Und das ist die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen, in dieser Arbeitsgruppe einen Pfad zu beschreiben. Das könnte sowas wie ein Marktzuschlagsprämie sein. Das heißt, wo man dann einen bestimmten Satz von 3-4 Cent oder was auch immer pro Kilowattstunde pauschal sozusagen zubilligt. Aber dass dann eben berechenbar klar ist, in welcher Größenordnung man fördert. Bisher wissen wir das ja nicht, das erleben wir ja jedes Jahr im Herbst, wird uns gesagt, wie teuer es wird. Und eben einen klaren Pfad der Absenkung der Förderung beschreibt. Und das dann überführt in ein Quotensystem. So könnte es aussehen. Wir arbeiten aber noch dran, es ist noch zu früh, um von Ergebnissen zu sprechen. Das geht jetzt dieser Tage dann auch weiter. Und wir werden das bis zum Herbst, also am 21. September, tagt das Präsidium und da wird ein Bericht erfolgen und dann hoffe ich, dass wir auch schon zu diesem Zeitpunkt etwas präsentieren können. Man muss ja sagen, es ist ja ein unglaublich stark umkämpfter Markt, auch ein Markt, wo unglaublich auch das Thema Geld eine Rolle spielt. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Wege. Sie haben es gerade auch gesagt, die Änderungen, die herbeigerufen werden sollen, also die Vorschläge basieren natürlich auch auf einem System, was auch relativ alt ist, wo man also auch ganz klar an die Strukturen wieder rangehen muss. Aber es gibt ja auch die einzelnen Energiekonzerne, die auch eigenständige neue Ideen haben, also beispielsweise auch der Energieversorger EWE aus Oldenburg, der nun die einzelnen Kommunen auch beteiligen halt möchte. Das soll ein gewisser Beteiligungsgrad halt möglich sein. Glauben Sie, das ist auch der richtige Schritt für eine niedersächsische Energiepolitik, dass Kommunen die Möglichkeiten haben, sich an einen Energiekonzern zu beteiligen und somit auch die eigenen Stadtwerke beispielsweise vielleicht eher vernachlässigen? Also das sind Entscheidungen, die die Kommunen selbst treffen müssen. Grundsätzlich ist meine Auffassung, dass Kommunen sich in ihrer wirtschaftlichen Betätigung zurückhalten sollen. Es ist nicht Aufgabe primär von Kommunen, sich wirtschaftlich in irgendeiner Weise, es gilt auch für die Abfallbeseitigung und die gesamten Abfallwirtschaft, sich da primär zu betätigen. Das ist Aufgabe und so ist das in unserer Marktwirtschaft auch vorgesehen, zunächst mal private Akteure dies zu gestalten. Gleichwohl müssen wir sagen, im Energiebereich sind gerade die Stadtwerke am Ende der energiewirtschaftliche Mittelstand. Das muss man deutlich sagen. Wir haben die vier Großen, die ein Oligopol darstellen am Ende. Und wir haben die Stadtwerke, die EWE zum Beispiel als ja auch kommunal getragenes, kein originäres Stadtwerk, aber als kommunal getragenes Unternehmen, da natürlich auch eine gewisse Vielfalt herstellen und ein bisschen auch Marktgeschehen überhaupt mal herstellen können. Insofern sind gerade im Energiebereich die Stadtwerke wichtige Akteure, die auch in die Erzeugung einsteigen, in die Energieerzeugung, etwa wenn sie gemeinsam Offshore-Windparks errichten und dann auch betreiben wollen. Das ist eine wichtige Entwicklung zu mehr Wettbewerb und insofern begrüßenswert. Wie eine Kommune sich dann etwa in Bezug auf die EWE, die ja schon von den Kommunen an sich getragen ist, positioniert, muss vor Ort entschieden werden. Das, glaube ich, sollte man auch nicht als Umweltminister und Energieminister irgendwie vorgeben. Sowohl die EWE als auch die kommunal getragenen Stadtwerke sind uns wichtige Partner und sind wichtige Akteure für das Gelingen der Energiewende. Und da brauchen wir starke Partner.
Und das ist bisher gegeben. Und deshalb, wie diese Stärke hergestellt werden kann, muss vor Ort durch die Gesellschaften und durch die Kommunen selbst entschieden werden. Und wir bräuchten eigentlich fast schon 30 Minuten, um allein dieses Thema zu besprechen. Wir haben natürlich jetzt auch nur eine halbe Stunde, deswegen müssen wir auch durch verschiedene Themensparten manchmal so ein bisschen wie so ein Flohhopf springen. Und der nächste Sprung, der folgt jetzt auch schon gleich. Und zwar geht es um das Thema Gorleben beim Symposium, das muss ich jetzt ablesen, Endlagerung der Stiftung Energie- und Klimaschutz Baden-Württemberg, wo Sie waren, und des Karlsruher Instituts für Technologie, haben Sie im Juni, glaube ich, war es, erneut betont, dass Gorleben als Endlager immer letztendlich auch noch ein Thema halt sei. Was macht die Suche so schwierig, so kompliziert und auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung auch so langatmig? Also die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle ist etwa 30 Jahre alt, mittlerweile 30, 40 Jahre alt. Und ist eben geprägt durch die Auseinandersetzung um Gorleben. Es gibt verschiedene Ansichten über die Frage der Eignung von Gorleben. Es gibt aber eine klare Aussage des Bundesamtes für Strahlenschutz als der kompetenten Behörde des Bundes, dass es bisher keine Erkenntnisse gibt, die eine Eignung Gorlebens als Endlager ausschließen. Wir haben nach der Energiewende, nach den Ereignissen von Fukushima, auch den Konsens zwischen den Ländern erzielt, dass allein die Fokussierung auf Gorleben in der Auswahl und eben das Fehlen einer alternativen Betrachtung und zu gucken, gibt es möglicherweise einen anderen Standort, der doch besser geeignet sein könnte, wir eben bisher nicht erfolgreich waren, weil dies eben einen massiven Widerstand insbesondere in der Region nach sich gezogen hat, was Niedersachsen fast alle zwei Jahre mit Castortransporten und mit den damit einhergehenden Folgekosten doch in erheblicher Weise belastet, ganz zu schweigen von den Belastungen, die im Landkreis Lüchow-Dannenberg auch in den Familien, auch in der gesellschaftlichen Struktur gegeben sind. Deshalb wollen wir den Weg gehen zu einer neuen, ergebnisoffenen, alternativen Endlagersuche, bundesweit. Aber das heißt auch, wenn eben keine Erkenntnisse vorhanden sind, die dazu führen, dass man Gorleben heute schon geologisch ausschließen muss, unter Einbeziehung auch des Standortes Gorleben. Denn wenn man es anders machen würde, so wie das der Spitzenkandidat der SPD Weil macht, sagt, dieser Standort ist politisch verbrannt und deshalb raus, dann hieße das, dass man der politischen Bewertung den entscheidenden Vorrang einräumt und das entscheidende Kriterium gibt. Dann werden wir erleben, dass an jedem anderen Standort, wo man in Deutschland alternativ suchen möchte, auch politische Argumente dagegen ins Feld geführt werden. Und damit hat man diesen gesamten Endlagersuchprozess schon jetzt quasi in Trümmern gelegt und er wird zu keinem Erfolg führen. Deshalb müssen wir auch dafür werben, und das tun eigentlich alle anderen bis auf Herrn Weil, dass wir die geologischen Kriterien, die wissenschaftlichen Kriterien in den Vordergrund stellen. Diese müssen entscheidend sein. Und das heißt dann, unter Einbeziehung von Gorleben zu einer neuen ergebnisoffenen Endlagersuche zu kommen. Und wir sind wirklich so ein Stück davor. Wenn die SPD den politischen Willen hätte und die Grünen den politischen Willen hätten, hier zu einer Lösung und zu einem Konsens zu kommen, würden wir uns innerhalb eines Tages einigen können. Ich habe in den Gesprächen selbst teilgenommen. Die Hürden sind locker zu überspringen. Es ist gar kein Problem. Der Wille fehlt, und da müssen wir darauf drängen, dass Rot und Grün hier ihrer Verantwortung auch endlich gerecht werden. Gerade aus niedersächsischer Sicht haben wir die Chance, diesen Dauerkonflikt ein Stück weit wenigstens in richtige Bahnen zu lenken. Man merkt natürlich, Kommunikation und der Dialog ist natürlich immer das A und O. Dadurch kann man klare Ziele immer erzielen, wie wir es in unseren Redaktionskonferenzen immer sagen. Und bei diesen Redaktionskonferenzen, da bekommen wir natürlich auch immer sehr, sehr viele Pressemitteilungen. Und wenn ich alleine mal schaue, wie viele Pressemitteilungen ich auch aus Ihrem Hause bekomme, da kann ich nur halbwegs erahnen, was für einen vollen Terminkalender Sie haben. Und ich finde das immer ganz interessant, wenn man so innerhalb der Bevölkerung guckt, und Mensch, Politiker, da ist ja eher so oftmals so das Gefühl, die sind so ein bisschen auf Sparflamme unterwegs. Ärgert Sie diese dann doch offensichtliche Fehleinschätzung manchmal? Ich nehme das so nicht wahr. Ich kann das nicht bestätigen. Also ich kann das nicht bestätigen, dass sozusagen da eine Wahrnehmung ist, die Politiker, die sind nicht fleißig und seien nicht im Lande unterwegs. Das finde ich gerade nicht, sondern vielleicht ist es aber auch nur mein persönliches Erleben, und das erlebt ja mein persönliches Umfeld auch, dass man eben locker von morgens von 8 bis abends um 10, um 11 unterwegs ist. Das ist ja der Normalfall eines Alltages. Das ist so, das weiß man vorher, und es macht ja auch Spaß, meistens zumindest, und das gehört dazu. Ich glaube nicht,
dass das der entscheidende Punkt der Kritik an Politik ist. Ich glaube, das sind andere Dinge, die zu einer gewissen Politikverdrossenheit, vielleicht auch Politikerverdrossenheit führen, aber nicht der Vorwurf, dass wir zu wenig täten. Was natürlich interessant ist, Sie müssen viele Termine wahrnehmen und das ist nun mal auch ganz indiskutabel, diese Termine, die rauben natürlich auch sehr viel Energie, das kostet Kraft. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, beachtet man natürlich sich selbst auch ganz besonders, man muss auch immer, man repräsentiert logischerweise auch und jeder Mensch braucht natürlich auch einen Ausgleich. Aber ich stelle mir jetzt die Frage, unser Umweltminister, wie entspannt der eigentlich so richtig? Sitzt der abends auf dem Sofa, schaut der unseren Sender logischerweise so gerne? Selbstverständlich ausschließlich. Das ist ganz klar, wie entspannen Sie? zu Hause, wenn ich denn dann abends rechtzeitig nach Hause komme, dann in der Tat auf dem Sofa vor dem Fernseher mit meiner Frau im Zweifelsfall beim Glas Wein. Und logischerweise, liebe Zuschauer, währenddessen schaut er natürlich immer FAN-Television und das freut uns natürlich alle ganz besonders. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren, ja, Stefan. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Liebe Zuschauer, damit sind wir auch am Ende der heutigen Sendung. Wir sehen uns nächste Woche wieder und ich freue mich natürlich, dass Sie dranbleiben, denn es geht natürlich mit einem exzellenten Programm jetzt weiter. Machen Sie es gut, bis dann. Tschüss.